Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Lotten die Vegas. Samuel, bleib hier. Willkommen im 188 Slop and Shop. Unser Slogan lautet, immer noch besser als gar nichts. Ha. Ich hätte gedacht, euer Slogan lautet, wir trinken und reden gleichzeitig, denn wir sind die geborenen Bauchredner. Kannst du mir was reparieren? Mal sehen, was ich tun kann. Kannst du mir meine Powerrüstung reparieren? Nein, die kann er nicht. Warum nicht? Kann er die nicht reparieren, weil er nicht gut genug ist oder weil es zu teuer ist? Weil es zu teuer ist. 6000 Kronkorken. So eine Powerrüstung instand halten, ne? Das ist nicht billig. Das finde ich ja cool, dass das so ist. Dann würde ich gerne mal handeln. Klar doch. Ich habe nämlich, glaube ich, ein bisschen was, das könnten wir verkaufen. Munition könnte ich definitiv verkaufen, einiges. Aber ich glaube auch bei Sonstiges. Wow. Wow, 2000 Kronkorken, wie viel hat denn das im Einkauf gekostet? Und dann kann ich es nicht mal irgendwo anbringen, weil ich nicht verstehe, wo es hingehört. Offensichtlich nicht zu der Waffe hier. Ja, warum? 12,7 mm Maschinenpistole, 12,7 mm MP Laser. Das, man sollte meinen, das gehört daran, oder? Naja, ich verkaufe mal ein bisschen Schrott. Die braucht man bestimmt noch für irgendwas, oder? Ja, gut, dass ich die ganzen Klemmbretter und so mitgenommen habe. Lasergewehr Fokus, Fokussieroptik brauche ich, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber ist okay. Ist egal. Na, guckt, das ganze... Mann, Lotterieschein. Ich glaube, den behalte ich mal. Wer weiß. Der ganze Schrott bringt auch ein bisschen was. Wir werden nicht reich damit. Mein Gott, warum habe ich so viele Schreckenbeine? Wahrscheinlich, weil die nichts wiegen. Schrift. Okay, ich habe Schrift verkauft. Ich glaube, jetzt wissen wir nicht mehr, wie man schreibt. Todeskrallenklauen sind was wert. Verdammt, hätte ich da mal ein bisschen mehr mitgenommen. Der Gewicht-Wert-Ratio-Ding. Ist echt hoch. Oh, okay. Auch nicht schlecht. Na dann. Oh, ich habe ihm... Der kann sich das alles gar nicht leisten. Ich habe ihm zu viel gegeben. Ich setze das Vorkriegsgeld. Das kann er sich nicht leisten. Okay, das Vorkriegsgeld ist echt viel wert. Ich habe inzwischen echt einen ganz schönen Batzen Vorkriegsgeld angesammelt. Und wenn da ein Stapel 9 wert ist... Und ich ihm jetzt zum Beispiel 100 verkaufe, sind es schon 900. Ich bin ganz schön gut in Mathe, was? Deswegen gebe ich ihm jetzt mal 25. Und dann nochmal 25. So, das sieht gut aus. Dann machen wir das jetzt mal. Ja, das ist immer blöd, ne? Jetzt kann ich, selbst wenn ich die Waren hätte, könnte ich bei ihm gar nicht genug Geld einnehmen oder durch Verkauf generieren, damit er mir die Powerrüstung reparieren kann. Wer bist du eigentlich? Mein Name ist Samuel Kerr. Ich und meine Tochter Michelle, wir führen diesen Laden. Wir sind vor etwa einem Monat aus Prim hierher gekommen. Sieht zwar nicht nach viel aus, ist aber eine erstklassige Lage. Cool. Warum aus Prim weggehen? Prim ist doch ganz cool, oder? Wir hatten einen Laden in Prim, aber nach dem Gefängnisausbruch im Norden wurde es unerträglich. Die Dreckskerle haben einfach die I-15 dicht gemacht. Als keine Reisenden mehr kamen, haben wir uns aufgemacht, um neue Kunden zu finden. Wir hatten keine Lust, auf Hilfe zu warten. Ich verstehe. Und wie läuft's hier so? Seit die I-15 dicht ist, kommen die Leute aus der RNK über den Highway 95 auf den Strip. Und von dort geht's ohne Kronkorken wieder heim. Sie kommen und gehen. Wenn sie kommen, haben sie die Taschen voll mit Kronkorken, um auf dem Strip zu zocken. Und wenn sie gehen, haben sie alles verspielt und geben ihr letztes Hemd für was Essbares, um auf dem Weg nach Hause nicht zu verhungern. Dazu kommen noch die Soldaten, die von McCarran und dem Dump verlegt werden. Tja, sagen wir vermissen Prim nicht sonderlich. Klingt doch gut, aber ein bisschen schlecht geschützt, oder? Naja, ihr kommt schon klar, ne? Ich schätze, das heißt ja. Hab mich gefreut, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Sir. Jetzt weiß ich, dass ich ziemlich viel Vorkriegsgeld habe. Du bist jetzt schon meine Begleitung, oder? Ja. Sag mal, hast du eine Waffe?
Wir sollten reden. Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Nee, leider nicht. Ich habe momentan ehrlich gesagt nur nicht wirklich irgendwas Sinnvolles für dich, muss ich dir leider gestehen. Aber wir bringen dich jetzt gleich auf den Strip. Ich habe da eine echt coole Bude. Keine Sorge, das ist keine blöde Anmache oder so. Da ist meine ganze Ausrüstung und so. Und dann rüsten wir dich aus. Du kriegst ein riesiges Sortiment an Waffen und Rüstung und darfst dir alles aussuchen, was du willst. Das machen wir jetzt, okay? Oh, da hat sie ihre hydraulische Powerfaust. Bam! Eine Nahkämpferin. Ah, Nahkämpfer sind immer doof, finde ich. Ah, guck mal, die Tochter. Hallo. Michelle. Nahkämpfer bringen sich immer Willkommen selber um. Willkommen im 188 Mampfen und Shoppen. Wie kann ich Ihnen helfen? Mampfen und Shoppen. Schauen Sie mal nach. Mampfen und Shoppen. Die verkauft auch sehr viel Munition hier. Die hat aber auch nur 41 Deckel. Tschüss. Tschüss, Roboterfrau ohne Ausdruck im Gesicht. Ja. Okay. Ich glaube, wir machen das jetzt. Wir gehen jetzt mit unserer Begleitung. Veronica? Was, Veronica? Veronica! Zurück in unser Hotelzimmer, wo wir ihr die coolste Ausrüstung im ganzen Universum geben. Aber vorher müssen wir Raoul mal seine Rüstung wegnehmen, weil ich bin mir sicher, wenn sie die Wahl hat, wird sie sich auch für die Tesla-Rüstung entscheiden, die Power-Rüstung von Ganon. Und das ist auch gut so, denn als Nahkämpferin braucht sie auch die Rüstung. Ich habe da echt, egal ob das die Supermutanten-Omi ist oder sonst wer, Nahkämpfer sind immer gefährlich, die bringen sich immer gerne um oder Rex auch. Das ist immer so eine Sache mit denen. Die stürzen sich dann immer im Nahkampf gegen irgendwelche Gatling-schwingenden Super-Idioten. Und je näher die kommen, desto mehr Schaden kriegen die. Und bis die erreicht haben, sind die tot. Aber verdammt cooles Standard-Outfit, muss ich schon sagen. Ach ja, warte mal, was bringt eigentlich ihr Perk? Da haben wir noch gar nicht geguckt. Wie ist das gleich nochmal irgendwie Gelehrten... Ah, Gelehrtenassistenz. Ist sie die Gelehrte und ich bin die Assistentin? Wenn Veronica sie begleitet, können sie Werkbankgegenstände über den Dialog mit Veronica herstellen. Kann ich das nicht auch mit Idi machen? Man kann nicht übersehen, dass die Bruderschaft für die Leute da draußen kaum existiert. Wir sind wie eine Legende. In der Außenwelt kaum vorhanden. Wir passen uns nicht so an, wie wir sollten. Früher mal hat man seinen Willen bekommen, wenn man eine Powerrüstung und ein Lasergewehr hatte. Heute sind die Leute bewaffnet und organisiert. Sie haben keine Angst. Aber wir halten an der alten Vorgehensweise fest, weil wir nur die kennen. Die Bruderschaft lebt in der Vergangenheit. Früher oder später müssen sie sich ändern oder sie werden aussterben. Wohl wahr. Die Lage wird langsam aussichtslos. Kaum noch genug Leute, um als Verband zu bestehen. Früher oder später werden sie es schon einsehen. Aber ich glaube langsam, dass ich die Sache selbst in die Hand nehmen muss. Dass sich sonst nichts rechtzeitig ändern wird. Ich würde gern Gegenstände herstellen. Gehen Sie in mein Büro. Ist das hier dein Büro? Wahrscheinlich. Ich sollte echt irgendwie Zangen, Stützbandagen, Skalpelle und OP-Schläuche sammeln. Dann könnten wir Ärztdächen herstellen. Ja, aber ehrlich gesagt kann das Idi auch. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Yep. Ganz recht. Behalt dir mal deine Kaliber 20 Patronen, weil vielleicht kriegst du noch eine passende Waffe dazu. Aber jetzt müssen wir uns mal ganz kurz trennen, bitte. Warum sagen das immer alle? Ich glaube, das ist dein Text, Veronica. Aber gut. Wir treffen uns im Lucky 38. Nett! Kann ich den Zimmerservice bestellen? Klar. Ich weiß nicht, ob jemand kommt, aber vielleicht schon. Raoul! Ach, Sie sind's. Es wäre super, wenn du was reparieren könntest, aber du sagst immer den gleichen Satz und kannst irgendwie nichts reparieren. Obwohl du eigentlich solltest. Sie werden bestimmt fair und gerecht sein, Boss. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, ich werde dir absolut alles wegnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sorry. Warte mal, aber du solltest eigentlich... Ich verstehe das nicht.
Warum hatte der denn jetzt das Gaussgewehr nicht ausgerüstet? Weil das dürfte er von mir aus behalten. Aber das war jetzt gerade nicht. Aber er hat schon das Gaussgewehr immer benutzt, oder? MF-Zellen. Nein, ich nehme es mit. Nee, ich nehme es nicht mit. Gerne lasse ich mich von Ihrem blendenden Geschäftssinn beeindrucken, Boss. Schrei doch nicht so. Ich gebe es ihm doch wieder, weil seine Story ist ja auch noch nicht beendet, geschweige denn losgegangen. Ich weiß nicht, der hat doch bestimmt auch noch eine richtige Storyline, oder? Seine Story besteht doch nicht daraus, dass ich ihn da raushole. Ach, er hat keine MF-Zellen mehr. Und deswegen... Ah, ich verstehe. Deswegen hat er es auch nicht ausgerüstet. Keine Mikrofusionszellen mehr. Na, behalt das Gaussgewehr, dann kann ich mich nachher daran erinnern, dass du der Gaussmensch bist. Und jetzt suchen wir nochmal Veronica, die Neue in der Familie. Aber die freundet sich mit Drax an, wollte ich sagen, aber sie will pennen. Ich bin so lahmarschig. Oh yeah, yeah. So lahmarschig. Ah, wenn du gerne nah kämpfst. Jetzt pass mal auf, weißt du was? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Zusammenreisen. Oh. Ach so. Ja, ich verstehe. Raoul. Wir müssen uns noch trennen. Okay. Oh nein, er hat irgendwas anderes gesagt. Mit dem Gewitterding hatte er wohl Unrecht oder so. Oh, und ich hab's einfach weggeklickt. Ah. Oh. Gute Entscheidung. Hey, solange sie... Wow. Okay, Veronica. Wie sieht's aus? Sehr gut. Auf geht's. Machen wir... Also ich schätze mal, sie mag unbewaffneten Nahkampf recht gerne aufgrund ihrer Powerfaust. Deswegen werde ich jetzt mal aus der Waffentruhe... Moment, ich werde mal kurz in den Schreibtisch hier die Waffen legen, die ich gerne wieder mitnehmen würde. Und zwar die hier. Die, nicht weil wir keine Munition haben, aber ich lege sie mal rein, weil eigentlich, ne, und so. Und die Polizeiflinte, da ist sie, okay. Und jetzt nehme ich hier mal ganz viel Waffen aus der Waffentruhe. Ich nehme alles. So. Puh, jetzt hast du gleich die dicke Super-Auswahl, ey. Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Na, Kleid habe ich nicht. Ein Kleid gebe ich dir auch gleich noch. Das wirst du zwar nicht anziehen wollen, aber ich gebe es dir mal. Hey! So, wie sieht's aus? Für was hat sie sich denn entschieden? Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Sie hat sich entschieden für... den Drängler. Ich habe es mir gedacht, wisst ihr warum? Weil der Drängler, oder Pushy, wie er im Englischen heißt... war auch, als ich den Nahkampfcharakter gespielt habe in Fallout New Vegas, meine Lieblingswaffe. Und was sehr viel Stärkeres habe ich im ganzen Spiel nicht gefunden. Und ich schätze auch, dass der Drängler wahrscheinlich nicht mehr abgelöst werden wird von irgendwas anderem. Ich gebe jetzt mal nochmal von unten alle möglichen Waffen, dann haben wir hoffentlich alle. Wobei, hey, Rusty, komme nicht mehr Rusty ist auch Fleck. Nicht schlecht. Nein, sie behält sich den Drängler. Das habe ich mir gedacht. Und ja, endlich! Machen wir es à la Veronica. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Ach so, die Kaliber 20 Patronen, stimmt. Ja, warte mal. Aber gut, jetzt schauen wir mal, dass wir ihr nochmal ein paar andere Sachen mit auf den Weg geben. Ob sie davon noch irgendwas will. Vor allem Nahkampfwaffen. Aber Love and Hate, ja gut, das wäre noch so eine Faustwaffe. Klingenhandschuh auch. Wie hieß denn gleich nochmal aus dem DLC die Waffe von dem Weißbein-Anführer von Salz in der Wunde? Ist das nicht Salz in der Wunde irgendwas? Aber dann hatte sie das schon und hat sich für Pushy entschieden, wenn sie das schon hatte. Ah ja, hier, Salz in der Wunde Powerfaust. Ja, dann hat sie sich wahrscheinlich für Pushy entschieden. Sie bleibt auch bei Pushy anscheinend. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Pushy hat einen Schaden von 62 und 63 pro Sekunde. Da kann halt auch nicht viel mithalten. Ah.
Auch die Powerfast von Salz in der Wunde kann da nicht mithalten. Na schön. Pushy ist awesome. So, aber weil ich weiß, dass du... Ja, genau. Moment. Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Ja. Kleid, gut, dass du sagst. Ein Kleid kriegst du gleich noch. Aber vorher gebe ich dir mal das da alles. Obwohl ich genau weiß, was du anziehen wirst. Ja, ganz genau. Aber hey, wirklich jetzt, ohne Witz, für Fernkämpfer. Haben Sie was Feines für mich? Ich will auch nicht. Ich will auch nicht, dass Fernkämpfer irgendwas anderes anziehen. Nahkämpfer, die sterben sonst dauernd. Aber zurück zu deiner Munition, die du hattest. Du hattest irgendwas mit 20, ich hab's dir versehentlich genommen. 20 mm irgendwas oder so. Haben wir gleich wieder. Waren es die Kaliber 20 Laufgeschosse? Kaliber 20 Patronen? Weil dann kriegst du auch ein passendes Kaliber 20 Gewehr. Und zwar ein gutes, hoffentlich. Ich suche nur irgendwas, das die Kaliber 20 verschießt. Kaliber 20, Karawanschrotflinte. Karawanschrotflinten sind gut. Sind gar nicht schlecht, gar keine schlechten Waffen, aber die repariere ich dir erst. Vielleicht will sie ab und zu mal lieber doch in den Fernkampf. Naja, so eine Schrotflinte ist mittlere Distanz eher. Können wir machen. Karawanenschrotflinte. Karawanschrotflinte. Ah, die robuste Karawanflinte ist doch eher das, was wir suchen. L-M-N-O-P-Q-R? Wo ist da? Robuste Karawanflinte. Die haut, glaube ich, ordentlich rein. Zumindest ganz nett. Die kriegst du mal. Noch zusätzlich zu Pushy. Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Ich gebe dir gleich dein Kleid, aber schön langsam gehst du mir auf die Nerven. Meine Nerven liegen entkleidet vor dir, blank quasi. Vor lauter Kleid. Ach so, du hattest bestimmt auch schon die thermische Lanze und wolltest sie nicht. Wie hieß es? Karawanen, glaube ich. Ja. Moment, habe ich nicht eine repariert? Nein, weil ich die robuste... Das war's. Manchmal ohne Witz, ey. Okay, so. Als Zweitwaffe... Die Pushy-Powerfaust passt auch noch ganz gut zu der Rüstung. Es ist faszinierend. Und dann müssen wir jetzt nicht lang rumwursteln, sondern können jetzt einfach wieder alles in die Waffenkiste packen, was ich jetzt drin habe. Und alle sind fröhlich. Ich glaube, da war Sprengstoff mit dabei. Technisch gesehen gehört das in die andere Kiste. Aber ich will jetzt nicht mehr. Mein Gott, so viel. Also im Grunde müssen wir uns um Geld nie wieder Sorgen machen. Weil, verdammt nochmal, wir sind reich. Ah, Quatsch. So, wir haben doch bestimmt irgendein Vorkriegskleid noch. Oder? Ah, Veras Kleid. Das ist doch was. Das ist ein fancy Kleid. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Ich gehe zwar davon aus, dass du das sarkastisch meinst, wenn du nach einem Kleid fragst, aber bitteschön. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und genau mein Geschmack. Danke sehr. Ha, sagt sie das wirklich wegen dem Kleid? Das wäre ja echt cool. Das wäre echt cool, wenn das kein Zufall wäre. Ich muss mal drauf schauen, ob sie das öfter sagt. Oder ob das wirklich ist, weil ich ihr ein Kleid gegeben habe. Das finde ich schon echt sehr lustig. So, holen wir noch unsere Waffen aus dem Schreibtisch. Moment, welche Munition verschießt meine Polizeischrotflinte? Kaliber 12, genau. Die automatische 45er, die brauchen wir momentan eigentlich gar nicht. Ich habe nur ein bisschen Angst, wenn ich die jetzt hier reinpacke, finden wir die nie wieder. Aber da wir keine Munition haben, weg damit. Ich will nicht immer zu dem Waffenhändler watscheln, watscheln. Nur damit wir, ne, ist ja auch blöd. Und jetzt muss ich mal kurz was testen. Nein, auch auf die Pistole passen die Mods nicht. Ich glaube, es gab doch so eine 12mm Maschine. Ich muss mal nochmal zu den... Ich gehe zu den Waffenschiebern. Wir müssen nochmal zu den Waffenschiebern, weil ich muss was überprüfen.
Ich nehme mal ein paar wertvolle Waffen mit, die wir auch gut verkaufen können. Die wir aber trotzdem häufiger haben. Ich glaube, ich habe gerade auf den falschen Wert geguckt. Ich fange nochmal an. Die sind schon echt viel wert hier. Ziemlich gut. Eine abgesägte Schrotflinte im guten Zustand ist so viel wert. Cool. Oh, das automatische Gewehr. Ist das eine schwere Waffe? Vielleicht. Der gute Amerikaner, aber den verkaufen wir nicht. Nee, Artefakte verkaufen wir nicht. Die Jagdschrotflinte. Ich verkaufe auch ungern Sachen, die ich nur einmal habe. Haben wir nicht irgendwas, das ich öfter habe, was wertvoll ist? Eine Minigun. Aber so wertvoll ist die eigentlich gar nicht, dafür, dass es eine Minigun ist. Die Panzerbüchse, die ist schon ziemlich gut. Okay, ich merke schon, alles, was ein bisschen mehr wert ist, will ich behalten. Dann lassen wir es. Ich hätte mehr Röstis mitnehmen sollen. Ich wusste nicht, dass die so viel wert sind. Ah, hier, das ist gut. Dann nehme ich mal eine mit. Die hier. Sies Umarmung ist irgendwie gar nicht so gut. Schade. Ich dachte, die Pfote eines Geisterbären wäre irgendwie wertvoller. Hätte man meinen können. So, ich bin eh schon wieder überladen, wie sonst noch was. Oder? Geht sogar noch einigermaßen. Die hat noch eine Kampfrüstung. Die ist nicht so viel wert. Die stecke ich in den Schrank. Nimm doch mal bitte ganz viel von dem Zeug. Die am besten intakte würde ich gern behalten. So, dann müssen wir uns nur noch um Munition kümmern. Aber dann will ich mal zu den Waffenschiebern nochmal gucken. Munition. Ich brauche jetzt nur... Davon habe ich genug. Davon habe ich genug. Ich brauche nichts. Aber behalten tue ich Kaliber 12 und 12 mm. Das ist gut. Das kann ich mir merken. Alles, was 12 im Namen hat, bleibt im Inventar. So. Gut. Die Kampfrüstung muss ich noch verpacken. Und ich wollte noch 20, Kaliber 20, nee, nicht Magnum, Kaliber 20 Patronen. Auch wenn sie lieber wahrscheinlich mit der Powerfaust kämpft, gebe ich ihr mal ein paar Patronen mit. Für den Fall. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Nein, ich gebe dir nur das, was du haben willst, vielleicht. So, Powerrüstung kommt in den Rüstungsschrank. Powerrüstung, sage ich schon. Kampfrüstung. Und dann sind wir leicht wie eine Feder. So, Leute. Und dann ist jetzt für heute aber schon wieder Schluss. Und morgen... Wie sieht's aus? Sieht's gut aus. Wie sieht's aus? Gut, gut, gut. Weil dann gehen wir zu den Waffenschiebern und schauen mal, ob ich vielleicht einfach eine andere 12,7 mm Maschinenpistole brauche, damit wir da unser sehr teures Add-on anbringen können. Das war so teuer. Das will ich jetzt auch benutzen. Danke fürs Zusehen und bis morgen. Ciao.